Die Antworten, die wir suchen, lassen sich nicht in Büchern finden. Nicht mehr allein, sondern gemeinsam müssen wir uns der bevorstehenden Schlacht zur Rettung unserer Welt stellen. Unsere Reise beginnt auf der Insel der Dämmerung, die sich unerwartet aus dem Meer erhob. Vor langer Zeit fielen die Titanen Arun und Shara in einen tiefen Schlaf und schufen in ihrem Traum unsere Welt. Eine Welt, in der die Völker sich zusammenschließen sollten, um eine neue Allianz unter Gleichen zu schmieden. Die drohende Welle der Vernichtung zurückzuschlagen und den Feinden zu trotzen, die danach trachten, ihren Traum in einen Albtraum zu verwandeln. Wir kamen als Entdecker auf diese unbekannte Insel, um sie zu erforschen, um zu verstehen. Was wir fanden, waren Tod und Zerstörung. Ihr zählt zu den Besten und Klügsten, die hier nun anlegen, um dem Feind die Stirn zu bieten. Doch seid gewarnt, es ist pure Brutalität, die unsere Feinde antreibt. Sie kennen kein Erbarmen. Doch hier, auf der Insel der Dämmerung, werden wir uns wieder erheben. Das Licht wird über die Finsternis triumphieren. Ja, und ein herzlich willkommen zu einem neuen Projekt Terra. Jo, und wir wollen gleich mal loslegen. Ich werde eventuell, wenn alles funktioniert, ein Together machen mit zwei Leuten, wenn alles funktioniert. Ja, mit wem, das werdet ihr dann sehen. Das verrate ich jetzt noch nicht. Und ja, wir warten jetzt, wie es ladet. In dieser Welt werden wir auch spielen. Und es ladet. Ladet. Es sollen wohl Drachen sein. Eine wunderbare Fabelwelt. Bin mal gespannt, wie es sein wird. Ich hoffe, dass es mit dem Together funktionieren wird. Und hier sind wir auch schon. Was in keinem Spiel fehlen darf, das sind die Menschen. Von den MMOs natürlich. Gibt es ja nicht in jedem Spiel die Menschen. Ja. Auch weiblich gibt es sie natürlich. Dann haben wir hier die Kastanik. Kastanik oder so, ja. Hier einmal die männlichen, das sind eher so dunkle Figuren. Auch ein weiblich. Dann gibt es hier die Amanen. Das sind die Riesen, so die kleinen. Nachdem sie Jahrtausende lang von den Riesen als Krieger versklavt wurden, waren, genießen die Amani nun das neue Zeitalter der Gleichberechtigung. Durch die Erduldung des Sklavenherrtums und ihrer hart erkämpften Freiheit, ja, und so weiter. Auf jeden Fall sind das, ich glaube, eine Art Riesen, auch in weiblich. Ja, geht. So weiblich sehen sie jetzt nicht aus. Dann haben wir hier die Popori. Ja, sind eher niedlich. Gibt es auch in vielen anderen, ja, Köpfen, Katze und Hamster und Maus und was auch immer noch weiter da gibt. Ich habe den ja auch mal gespielt als Krieger.
Das Berserk, ha? Und dann haben wir hier die Ilin. Ja, eher auch niedliche Style in weiblich. Ja, Hasenöhrchen, Kurzröckchen. Ja. Dann haben wir hier die Baraka. Die großen Riesen. Die aussehen, als ob sie sich gleich verkloppen wollen. Aber eher friedlich sind. Die kuscheln wollen. Natürlich dann auch nicht. Dann haben wir hier noch die Hochelfen. Das darf natürlich hier in keinem Spiel fehlen. Manchen gibt es die ja leider nicht. Die Elfen mag ich ziemlich gerne. Ja, die gibt es auch im weiblich. Aber ich werde natürlich den Elfen spielen. Aber in männlich natürlich. Dann wählen wir jetzt mal unsere Klasse. Den Krieger. Er ist sehr schnell und flink, kann sehr großen Schaden austeilen in seiner Lederrüstung. Dann haben wir hier den Lancer, ein absoluter Tank, der im Nahkampf in der Metallrüstung rummarschiert. Also wer ein Tank spielen will, nimmt sich den Lancer. Wie der Name schon spricht, der Zerstörer, der kann puren Schaden austeilen und ja, nicht für mein Ding. Der Berserker, den habe ich schon mal gespielt. Hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich meine, du bist Stufe 10. Und ja, kann auch wieder Zerstörer sehr viel Schaden ausrichten. Ist kein Tank. Ja, dann haben wir hier den Zauberer. In vielen Spielen habe ich immer einen Magier oder einen Zauberer oder einen, ja, halt Mentalist, der halt mit Magie umgehen kann. Zum Beispiel in Fall Story habe ich erstmal am Anfang den Priester hatte ich gespielt und am Ende habe ich den Magier gespielt und immer wieder den Magier. Fand ich am Ende Magier die beste Klasse und in jedem Spiel hat mir auch der Magier immer gut gefallen. Dann haben wir hier, war nicht den Priester, erst den Bogenschützen. Eher immer noch Fernkämpfer mit Pfeil und Bogen und Bolzen. Ja, dann haben wir hier noch den Priester. Natürlich ein voller Heiler. Kann aber auch viel Damage machen mit seinen Heilkünsten. Kann auch buffen. Dann haben wir hier noch den Mystiker. Er kann auch heilen und auch ein bisschen buffen, glaube ich. Und hat auch ein bisschen mehr Damage als der Priester. Kann außerdem auch... Was kann der? Außerdem beschwören sie mächtige Leib... Leib... Was? Ach egal. Ja. Können auf jeden Fall Begleiter beschwören. Wir nehmen aber nicht den Mystiker und auch nicht den Priester. Weder einen von denen hier oben. Wir nehmen den ja. Den Zauberer. Nun dann... Wir mal weitergehen. Na dann, die Voreinstellung. Mal gucken, was haben wir denn hier so. Ja, wir wollen aber ernst Detail gehen. Gucken extra. Hier haben wir die Frisur, ne? Können wir mal mir ranzoomen? Ja. Nee. Ja, das sieht doch eher ein bisschen besser aus. Ich glaube, das nehme ich. Fangen wir mal mit dem Gesicht hier. Was war das denn gerade? Ist der blind? Nee, doch nicht. Sah so aus. Ja, dann gucken wir nochmal hier eben die Haarfarbe. Machen wir natürlich lila. Nein, das ist auch kein lila, oder? Nein, wir nehmen kein lila. Wow, so ein stechendes Orange sieht doch schon ganz gut aus. Oder soll das rot sein? Ich weiß ja nicht. Gibt es hier kein Blond? Ah, es sieht auch ziemlich blond aus, aber ich will dunkelblond. Gibt es kein dunkelblond? Sehr hellblond. Ah,
Nimm mir das mal. Hand zum Gesicht. Natürlich in Pink. Nein. Also so eine dämliche Farbe nicht. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Die Verzierung. Mal gucken, ob wir überhaupt eine nehmen. Ja. Nehmen wir die mal. Jetzt geht's in Detail. Ich glaube, da werde ich alles so lassen, wie es ist. Da will ich jetzt nicht rumkümmeln. Mein Kiefer ein bisschen. Alles okay. Dann zur Kleidung. Ja, es laggt schon ein bisschen, ich merke es. Aber egal. Wir werden schon zurecht, also nochmal durchgehen. Am besten gefällt mir jetzt das hier. Und dann noch die Stimme. Hallo. Kann man denn irgendwie anders durchgehen? Tut mir irgendwie. Nimm mal den mal. Und jetzt kommen wir zum Namen. Ha, wie nenne ich mich denn mal? Oh, das ist natürlich nicht leicht. Nein, ich nehme natürlich meinen YouTube-Namen. Wenn der noch frei ist. Natsu, Wagen. Ja, dann machen wir LPD. Keine LP dahinter. Ah, toll. Diese Art Name ist nicht zugelassen. Okay, Natsu, Dragon. Nee. Machen wir hier X vor. Und da sind X vor. Dann ist der wohl zu groß. Nenn mich mal den Dragon. Das wäre ja auch ein. Ich bin ein sehr großer Fairy Tail Fan, ihr merkt. Ja. X hin noch. X. Ja. So. Geht auch nicht. Wie nenne ich ihn jetzt mal? Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Einfach ist das nicht, nee. Ja. Ich nenne mich mal, mal gucken. Wie nenne ich mich jetzt mal? Gucken vielleicht. Wenn nur. Nee. Wie so ein. Dragon. Drache, ja, toll. Muss ja nicht Dragon lernen. Zahlen gehen, glaube ich, hier gar nicht. Ja, mit einem X und mit einem Y. Der Name wird bereits verwendet.
Ja, der Name. Was haben wir denn da so? Dunkler Magier, nee, er ist so altmodisch. Magic Dead? Nein. Wie nenne ich mich denn jetzt mal? Ja. Während ich den. Ja. Nein. Ich werde hier keinen Cut machen, ich will erst meinen Namen wissen. Ich versuche nochmal. Das sind meinen YouTube-Name. Wagon. Nee, falsch. Wagon. Nee. Ja, ich bin X und Y. Okay. Wagon. Wagner. Puh, das ist jetzt schwerer, als ich gedacht habe. Ich tue mich ja hier richtig schwer beim Namen, ja. Schicksalsmagier, weiß er, ist so laff, ist das. Schicksal, ist aber auch richtig geschrieben. Schicksalsmagier. Ist überhaupt nicht, aber richtig geschrieben ist, ne, ist glaube ich. Scheiße. Ricky. Mal gucken, geht das? Ricky. Mann, der meist. Bin schon so. Was? Nicht zugelassen. Heißt dann wohl, dass ich am Ende keine großen Buchstaben machen darf. Also ich das mache. Verstehe aber nicht, warum mir denn zugelassen ist. Wie viele Buchstaben darf ich denn nutzen immer? Ich mach das hier. Kleine Wags. Ja. Ja, geht doch. Wags, naja, XX. Das, ja. Ist mein Arbeit. Und wollen wir mal fertigstellen. Das ist die Welt, in der wir später spielen werden. Aber ich muss euch enttäuschen. Ich mache erstmal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal schon zu dritt. Wenn alles funktioniert. Bis dahin. Tschüssi.